Unsere App soll schöner werden. Ist das überhaupt noch möglich? Ja, ist es. Schauen wir doch mal, was der Simulator macht in den Settings. Ist so ein iOS 7, lang ist's her, iOS 11 Feature. Large Headings, ne? Hier schön groß die Settings. Gehen wir weiter, wird's kleiner. Gehen wir weiter, bleibt es klein. Zurück nach General, zurück nach Settings und wieder ist es schön groß. Ja, und wenn das denn iOS 11 ist und wenn wir einen Kurs machen, der eben für iOS 11, Xcode 9 und Swift 4 ist, dann müssen wir das wohl zeigen, oder? Aus der Nummer komme ich nicht raus. Und warum sollt ihr auch nicht Latest und Greatest haben? Also, hier, los geht's. Rechte Maustaste, öffnen mit Xcode 9 und wir haben schon wieder kopiert in den Schritt 5. Das ist unsere App. Wie machen wir sie schöner? Wie kriegen wir diese Titel da zum Beispiel hin? Gehen wir doch mal in unseren ersten View-Controller. Der hat so etwas wie ein Navigation-Item. Und da ist ein Titel. Und dann nennen wir das Ding eben mal Main. Zack. Und wenn ich dem Titel Main hier vergebe, seht ihr auch, vom Orange-View-Controller heißt es nicht mehr Back, sondern Back to Main. Ja, cool. Dann wollen wir doch, dass unser Orange View Controller auch irgendeinen Namen bekommt. Und jetzt werdet ihr hier sowas wie ein Navigation Item suchen und nicht finden. Also gehen wir mal auf unseren Orange View Controller, sehen einen Titel und nennen ihn eben Orange. Yay! Und dann ist das der Orange. Und dann geht der Rote schon auf den Orangen zurück. Und dann wollen wir auf den roten gehen, auf den View Controller, und hier im Titel sagen, dass wir eben der Red View Controller sind. Jetzt sollten wir schon mal die Geschichte haben, dass unsere Controller einen Titel haben. Und ja, schauen wir uns doch einfach mal an. Ne? Storyboard gut und schön, aber eine App ist halt eine App. Gucken wir mal, was passiert. Da kommt sie doch schon in unserem Turbo-Simulator und ich gehe auf den Orange View. Ja, cool, der heißt Orange View. Ich kann zurück auf Main. Ich gehe auf den Red View, der heißt Red. Ich kann zurück nach Orange. Ich kann zurück nach Main. Und ich krieg das alles fast for free. Leute, da haben wir gar nichts programmiert. Ist doch fantastisch. Nun wollen wir aber diese großen Header haben. Also, dann gucken wir mal, was unser Navigation Controller zu bieten hat. Hat denn der auf der Navigation Bar spezielle Einstellungen? Ja, hat er. Und zwar hier auf dem Attribut Inspector auf der Navigation Bar von unserem Navigation Controller. Prefers Large Titles. Klick. Und schon haben wir Large Titles. Ja, wie toll ist das denn? View laufen lassen und dann sehen wir eben iOS 11 Style Super Navigation, ja? Orange View, Red View, zurück nach Orange, zurück nach Main. Und was fällt uns auf? Ist gar nicht so, wie wir es wollen, ja? In den Settings war doch nur der erste Titel dick und fett und die anderen waren dünn. So. Das heißt wohl, wir müssen vermutlich etwas ändern. Ja, wir brauchen jetzt die Navigation Bar auf unserem Orange View Controller. Nun haben wir aber die, Entschuldigung, in unserem Storyboard nicht drin. Aber hinter unserem Orange View Controller steckt doch eine Klasse, die haben wir doch selber gemacht. Wir sind doch super Profi-Programmierer. Oh, 9 Uhr, ja, hallo Kuckuck. Also, Orange View Controller hat ein ViewDidLoad. In dem ViewDidLoad geben wir ja auch unseren Print auf der Konsole aus. Dann lasst uns hier doch noch was anderes machen. Ein Orange View Controller erbt vom UI-View-Controller und kann dementsprechend alles, was der kann. Ein UI-View-Controller hat eine Property Navigation-Item. Ein Navigation-Item hat eine Property Navigation-Controller. Ja, mein Gott, man darf sich ja wohl auch mal vertun. Dieser Navigation Controller wird wohl haben eine Navigation Bar.
diese Navigation Bar hat dann so etwas wie Prefers Large Titles. Und das setzen wir mal auf False. So. Wenn also der Orange View Controller über Viewdid Load läuft, dann möchten wir dem Navigation Controller seine Navigation Bar auf Prefers Large Titles False setzen. Gar nicht so kompliziert. Lasst uns schauen, was passiert, wenn die App läuft. Der Simulator kommt. Da bin ich immer noch sicher. Und alles klar, Large Title, Main. Wir gehen auf Orange View. Oh, super sexy. Jetzt haben wir einen kleinen, so wie in der Settings App. Auf Red View, toll, bleibt klein. Jetzt kommen wir zurück, super. Und jetzt wieder schön zurück auf Main. Oh, toll, ist klein geblieben. Naja, wenn ich eben dem Navigation Controller, und da gibt's nur einen zur Laufzeit der App, den, der da im Storyboard war, ne, ich hab gut reden, ihr glaubt mir wieder nix. Der hier, das ist unser Navigation Controller. Wenn ich dem sage, du, deine Navigation Bar braucht jetzt keine großen Titel, ja, dann gilt das für alles, was ab da kommt. Wie lösen wir denn das Problem? Wir lösen das Problem, indem, wenn der View Controller wiederkommt, wir natürlich wieder große Titel sehen wollen. Und jetzt schließt sich gleich ein sehr spannendes Thema an. View Life Cycle. Wird denn View Did Load wieder aufgerufen, wenn wir von, wo ist denn der Simulator? Wenn wir von unserem Orange View Controller zurückgehen auf Main, wird dann View Did Load neu aufgerufen? Nein. View Did Load wird nur einmal aufgerufen, wenn der View komplett geladen wurde. Schaut euch die App an. Main View ist geladen. View Did Load ist gelaufen. Ich klicke den Orange View Controller. Jetzt liegt der Main View Controller lebendig hinter unserem Orange View Controller. Der ist nicht deinitialisiert worden. Der lebt. Wir haben den Orange View Controller nur oben drauf gelegt. Wenn ich zurückgehe, verschwindet der Orange View Controller. Der geht so weit weg, dass wirklich dem sein, der init aufgerufen wird. Der Orange View Controller ist weg. Aber der Main View Controller ist einfach wieder da. Der war nie weg. Der ist ja nur versteckt worden hinter unserem Orange View Controller. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der View Did Load wird nur einmal aufgerufen. Wenn ich etwas tun will, wenn der View nach vorne kommt, muss ich jetzt mal dem nächsten Video vorgreifen und damit eine Überleitung zum nächsten schaffen. Dann haben wir sowas wie View Will Appear. Der View möchte gerne wieder nach vorne kommen. Ganz wichtig in dieser Methode ist die Super View Will Appear Methode aufzurufen. Steht auch so in der Dokumentation. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich kann es gar nicht genug betonen. Werde ich im nächsten Video noch machen. Aber hier können wir dann auch sagen, lieber Navigation Controller, deine Navigation Bar prefers Large Title. Ja, bitte. Wir sind dieser Main View Controller. Wir hätten gerne dicke, fette Titles. Ja, wird nichts mit dem 7-Minuten-Video, bin ich absolut sicher, aber wir schauen uns das jetzt hier noch an und wir sehen einen fetten Main. Wir gehen nach Orange, haben klein, super, gehen nach Rot, alles klein, kommen zurück und jetzt, Achtung, yay, haben wieder unseren dicken, fetten Titel. Also, so lässt es sich herstellen. Nur nochmal, falls ich den einen oder die andere jetzt ein bisschen abgehangen habe, was haben wir gemacht? Gehen wir doch ins Storyboard. Das erzählt ja die Geschichte unserer App. Deshalb heißt es Storyboard. Ja, Scherz am Rande. Wir haben also gesagt, wenn der Orange View Controller kommt, View Did Load, da haben wir gesagt, komm hier, mach mal kleine Titel.
Du, Navigation Controller, ab jetzt bitte kleine Titel. Hat funktioniert für den und für den und würde funktionieren für alle, die dann kommen. Dann gehen wir zurück vom Roten auf Orange, nichts passiert. Dann gehen wir von Orange zurück nach Main und dann wäre es klein geblieben. Aber wir haben im Main gesagt, du, wenn du angezeigt wirst, sorg mal dafür, dass wir bitte auch wieder dicke, fette Titles haben. Und damit haben wir es so fast schon ähnlich wie in der Settings-App und so ungefähr muss man sich das auch vorstellen, dass es dort funktioniert. Ja, ja, besser geht immer, aber so haben wir doch schon mal das Problem, finde ich, ganz gut in den Griff bekommen.